Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel. EU und USA haben die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die Vereinigten Staaten seien an der Seite Israels und des israelischen Volkes, zitierte der TV-Sender CNN den Nationalen Sicherheitsrat in Washington. Sicherheitsberater Jake Sullivan habe bereits mit seinem israelischen Amtskollegen gesprochen und werde mit diesem in engem Kontakt bleiben. EU-Ratspräsident Charles Michel prangerte die wahllosen Angriffe gegen Israel und seine Bevölkerung an, unschuldigen Bürgern seien Terror und Gewalt angetan worden, schrieb er auf der Plattform X, ehemals. Meine Gedanken sind bei allen Opfern. Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk. Auch die NATO verurteilte die Gewalt seitens der Hamas und anderer, radikale Palästinenserorganisationen. Ähnlich äußerten sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, beide ÖVP, sowie Vizekanzler Werner Kogler, Grüne. Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP, schrieb auf X: Ich verurteile den Terrorangriff der Hamas auf Israel und unschuldige Zivilisten seit heute Morgen auf das Schärfste. Israel hat das Recht, sich gegen solch heimtückische und massive Attacken zu verteidigen. Raketen auf wehrlose Zivilisten abzufeuern, ist brutaler Terror und niemals ein Mittel zur Lösung politischer Probleme. Die Sicherheit Israels ist für Österreich nicht verhandelbar. Unsere Gedanken gelten den Opfern und ihren Familien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich auf X entsetzt, das muss jetzt sofort aufhören, forderte er. SPÖ-Chef Andreas Babler twitterte, der brutale Angriff der Hamas auf Israel ist aufs Schärfste zu verurteilen. Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Meine Solidarität gilt allen Opfern und deren Angehörigen. Der fassungslose FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl warnte in einer Aussendung vor der Gefahr eines Flächenbrandes in der gesamten Region und darüber hinaus. Auch er verurteilte die Hamas-Angriffe und zeigte Mitgefühl mit Opfern und Angehörigen. Die internationale Staatengemeinschaft müsse umgehend ihre Möglichkeiten im gesamten Spektrum nutzen, um den Terror zu stoppen und die Waffen möglichst rasch zum Schweigen zu bringen. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte die Angriffe aus dem Gaza-Streifen auf Israel. Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen, schrieb sie auf X. Die Nachrichten aus Israel seien erschreckend, kommentierte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Kurznachrichtenplattform X. Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form. Ich möchte nochmal aufs Schärfste die terroristischen Angriffe der Hamas in Israel verurteilen. Das, was dort gerade passiert, wie viele Menschen dort schon ihr Leben verloren haben und gerade an Gesundheit und Leben bedroht sind, ist völlig inakzeptabel. Wir stehen als Bundesrepublik Deutschland an der Seite Israels und der Menschen, die dort leben. Auch die jüdischen Einrichtungen in Deutschland müssen jetzt besonders geschützt werden und auch dafür stehe ich persönlich ein, aber auch die Innenminister aus allen Bundesländern. Ich habe heute mit der IMK-Vorsitzenden Iris Spranger schon darüber gesprochen. Jetzt gilt es auch, die jüdischen Einrichtungen in Deutschland besonders zu schützen. Und worum geht es morgen? Es geht morgen um eine Richtungswahl. 25 Jahre lang regiert die CDU in Hessen. Und das hat dazu geführt, dass wie in keinem anderen Bundesland der Bildungserfolg der Kleinsten, der Kinder
vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Ich finde das skandalös. Wir brauchen eine Bildungspolitik, die allen Kindern die gleichen Chancen gibt. Egal, wo sie einmal herkamen, egal, wie viel Geld ihre Eltern haben. Dafür trete ich an für eine bessere Bildungspolitik für dieses Bundesland. Und ich füge eins hinzu. Morgen SPD mit beiden Stimmen. Vielen Dank.